Es heißt, im Krieg sei die Wahrheit immer das erste Opfer. Aber wer definiert, was wahr ist? NATO-Delegierten einen Friedensvertrag zu unterzeichnen. Wahrheit ist eine Frage der Perspektive. Doch viele Russen geben immer noch Amerika die Schuld für das Flughafenmassaker. Es ist die Pflicht jedes Soldaten, die Unschuldigen zu beschützen, auch wenn das bedeutet, die Lüge von Gut und Böse aufrechtzuerhalten. Dass Krieg nicht einfach nur natürliche Selektion in großem Maßstab ist. Doch wie es aussieht, könnte endlich wieder Frieden auf der Welt herrschen. Die einzige Wahrheit ist, dass wir in einem riesigen Pulverfass leben. Es braucht nur jemanden, der das Streichholz entzündet. Moskau, hier Kommandopunkt, unterwegs nach Hamburg, Himmel ist frei. Alle Teams Bericht. Team 1, das Präsidentenbüro ist gesichert. Team 2, unteres Deck ist sicher. Team 3, die Bugkabine ist gesichert. Wir landen in 2 Stunden in Hamburg. Team 1, beim Präsidenten bis zur Landung bleiben. Vasili wartet auf dich, Vater. Er erwartet eine Antwort von mir. Team 1 unterwegs. Ich mag ihn nicht. Niemand mag ihn. Darum ist er so gut. Irgendwann mal den Präsidenten. Was wirst du ihm sagen? Die Wahrheit. Die will er nicht hören. Er hat keine Wahl. Ich bin der Präsident. Wir sehen uns beim nächsten. Herr Präsident. Vasili. Hallo, Herr Präsident. Herr Präsident. Ich stehe schon in die Ecke hier. Obwohl, komm, ich spaziere eine Runde. Oh. Meine Herren, es gibt nur 2 Möglichkeiten. Frieden oder Krieg. Leben oder Tod. Und zum Wohle unserer Kinder brauchen wir Frieden mit dem Herr Westen. Präsident, jetzt ist nicht der Zeitpunkt für Zugeständnisse. Wir vernichten unsere Feinde, wenn wir sie zu Freunden machen. Auch mit unseren Differenzen können wir. Das sind Schüsse! Das Flugzeug wird entflucht! Sie sind im Cockpit! Herr Präsident, Team 3, Lagebericht! Wir brauchen Hilfe! Die Schüsse! Verdammt! Oh. Alter, das Flugzeug ist komplett am Arsch. Oh. Fliegt das doch normal, du Faggot. In der Kampagne haben die echt geile Features eingebaut, muss man ja mal sagen, ne? Wow. Aber du sollst jetzt das Flugzeug normal fliegen, du Homo. Flieg es normal, habe ich gesagt. Sie haben die Tochter im Flugzeug als Geisel. Problem, perfekt. Meine Güte. Jung, Alter, hast du den Flugzeugsimulator gespielt, du Faggot. Sogar sofort tot. Gut zu wissen. Oh, hier ist alles gesichert. Oh, da ist er. Heide. Mann, er kann das Flugzeug einfach nicht normal steuern, ey. So ein Bongo.
passiert denn jetzt? Ich hab noch nicht Notlandung, ey. Du hast mich nicht so erwischt, wa? So lang ist mich nicht erwischt. Ist nur am Arsch, aber sonst geht's mir gut. Hart am Arsch. Ich hab keine Waffen mehr. Das ist nicht gut. Ah, jetzt habe ich sie wieder. Okay. Perfekt. Au. Alter, das ganze Flugzeug ist in tausende Teile zerfetzt. Das hier. AK. Perfekt, weil mit der anderen AK konnte er gar nicht schießen, ne? Man ist nicht auf Range. Der Nahkampf war ja perfekt eigentlich. Ja, ein paar Granaten, umsonst. Oh, da ist ein Fässer. Nice. Okay, am Geschütz ist keiner mehr. Der hat irgendjemand eine Granate weg, der hat sich schon weggeworfen. Theoretisch müsste ja gleich frei sein. Schießen hier mit einer Pfeife. Was ist denn? Ah, da! Was ne, jetzt? Junge, komm! Ah, mach schon jetzt alleine. Das ist keine Muni mehr, aber ist mir egal. Macht jetzt hier auf. Kann ich hier aufmachen? Wahrscheinlich nicht. Ah doch. Oh no, Marco. Oh. Verpiss dich, du Wichser. Geh mal. Aus dem Weg.
wissen Sie, wer ich bin? Ja, noch nicht mein Kumpel. Dann wissen Sie auch, was ich will. Sie sind wahnsinnig. Russland wird ganz Europa erobern. Selbst wenn nur noch ein Haufen Asche übrig ist. Ich will die Startcodes, Herr Präsident. Bekommen Sie nie. Jeder hat eine Schwäche. Findet das Mädchen. Der Wichser.